Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Spieler-SBC aus dem neuen Event Road to the Knockouts und der Spieler Fekir hat sich diese Karte ja in der Europa League-Fassung verdient und wir schauen uns den Spieler ja von Real Betis mal genauer an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Franzose ca. 75.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Es ist eine Live-Karte und ja, in dieser Fassung hat er die Möglichkeit auf eine ja, in zwei Stufen quasi aufgewertet zu werden. Zum einen sollte Real Betis die Gruppenphase erreichen, dann bekommt er ein Upgrade von plus 1 und dafür muss man natürlich auch noch Spiele gewinnen und wenn sie das tun in den nächsten 4 Spielen, davon 3 gewinnen, dann bekommt er ebenfalls nochmal ein Upgrade von plus 1 und die stehen gerade gar nicht so schlecht da in der Gruppenphase. Ich glaube in den ersten beiden Spielen, ja ganz genau, haben sie auch beide Spiele für sich entschieden und jetzt sind halt noch 4 übrig und wie gesagt, wenn sie davon 3 gewinnen sollten, aber davon sind aber auch 2 Stück gegen Leverkusen, die ebenfalls 2 Siege auf dem Konto haben. Okay, so viel dazu. Jetzt schauen wir uns den Spieler an. Fekir, ich erinnere mich noch an seine Tots-Karte. Die fand ich sehr, sehr gut. Das vom Rating her 86. Er hat jetzt ein Inform-Upgrade quasi bekommen. Er hat eine 84er Goldkarte. Jetzt hat er hier die 86er. Spezialbewegung 4 Sterne. Schwacher Fuß 4 Sterne. Es ist mal Linksfuß, gar nicht so verkehrt, mit den Arbeitsraten hoch, mittel. Ansonsten, die Stats sehen grundsolide aus, super Dribblingwerte, auch die Passwerte, könnte eine perfekte 10er-Karte sein. Mal gucken, ob er noch ein paar Trades mitbringt und ja, da hat er eigentlich alles, was man braucht. Den angeschnittenen Schuss, Flair und den Außenrisschuss, also da bringt er wirklich alles mit. Wenn das Tempo einen nicht reicht, eventuell nachhelfen mit einem Hunter. Das pusht auch nochmal die Abschusswerte, also Schusswerte. Und ansonsten absolut gute Karte, wer Bock drauf hat. Auch ligenübergreifend ist natürlich ein Franzose. Und in der La Liga gibt es zwar inzwischen eine bessere Auswahl, aber da sucht man immer nach guten Offensivspielern. Und jetzt hat man auf jeden Fall eine weitere Möglichkeit. Okay, und jetzt zu den Lösungen. Hier haben wir noch ein paar kleinere Packs, nicht der Rede wert. Und wir gehen rein in die erste SBC. Und hier haben wir folgende Bedingungen. La Liga Santander mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür ganze 6 Tage Zeit. Und ja, ihr könnt dieses Team 1:1 nachkaufen und benötigt dafür auch keinen Positionswechsel. Okay, jetzt legen wir endlich los. Let's go. Und damit haben wir schon die erste SBC erfolgreich abgeschlossen und jetzt folgt der zweite Streich. Für diese SBC zahlen wir ca. 20.000 Coins. Jetzt kommt die Länderspiel-SBC und hier haben wir folgende Bedingungen. Franzose, ja wir brauchen also einen Franzosen, Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 65 und hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch diese SBC erfolgreich abgeschlossen und ihr könnt jetzt Nabil Fekir euer eigen nennen, zumindest ja als Foot-Spielerkarte. Und lasst es mir mal gerne wissen, was ihr von der Karte haltet und ja, wenn ich euch helfen konnte, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir ja auch helfen könnt, vielleicht mit einem Like
oder einem netten Kommentar. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.